Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft Hero. Ja, ihr habt es tatsächlich richtig erkannt und der Ingame-Sound ist irgendwie laut. Aber naja, scheiß drauf. Ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen weiter meinen Bunker hier bauen. So. Okay. Erstmal muss ich hier die Decke natürlich noch abreißen. Was heißt Bunker? Meine Dead Cave, ja. Mit der sexy Fliesentisch-Optik hier an den Wänden. Ist mir erst im Nachhinein irgendwie aufgefallen. Ist sehr, sehr merkwürdig. Naja, egal. Meine Großeltern, die hatten auch immer einen Fliesentisch und, naja, ist halt pflegeleicht, ne? Ja, mehr kann man dazu leider auch dann doch nicht sagen. So, diese Decke hier muss leider weichen für meine umfangreichen Umbaupläne hier. So, weg hier. Boah, ey, wie ätzend lange das dauert. Ich muss mal gucken, ob es hier nicht irgendwie... vier Level habe ich nur. Ich könnte eigentlich gleich mal ein bisschen grinden gehen wieder. Wenn ich hier die Decke gesetzt habe. Wofür ich hoffentlich genug Steine habe. Wäre schon geil. Habe ich aber, glaube ich, bei weitem nicht. Nö, habe ich auch nicht. Egal, ich verballer jetzt eben die ich hier habe. Alter, was ist denn los hier? Irgendwie nervt das. Jetzt steht hier natürlich der scheiß Tisch im Weg, ne? Das war's. Deshalb habe ich den falsch gesetzt vorhin. Das ist allein die Schuld dieses ekelhaften Tisches und dafür verbrenne ich den gleich. Später. Morgen. Nicht. So. Das habe ich alles gesetzt. Jetzt gehen wir mal hoch hier wieder. Oh, was ist denn hier los? Machen wir erstmal so hier. Hä? Wieso ist das denn so? Verstehe ich nicht. Naja, nun gut, nun gut. Ist auch egal. So, was habe ich denn an? Ja, meine Travel-Rüssi, die reicht mir erstmal. Ne, ich nehme den ganzen scheiß Kobbel, den ich noch im Inventar habe, mit hoch und schmeiß den direkt hier in den Ofen rein, ja. Stone, du kannst weg. Marble, du kannst auch weg. Kobbel, so viel abgeerntet habe ich gar nicht, wie ihr seht. So, das erstmal hier rein. Den ganzen Holz und so Kram, die 32 Furnaces, die wollte ich noch platzieren eigentlich. Mache ich das jetzt noch? Nein, ich gehe jetzt erstmal los. So, hiervon behalte ich mal eine, weil dann kann ich gleich hier auch noch schnell behelfsmäßig erstmal eine drüber stellen. So, weil das will ich natürlich alles nicht mitnehmen, obwohl eine Schaufel nehme ich mal mit. Steaks nehme ich natürlich auch mit, obwohl, nee, so, oder? So, so. So, die Axt, obwohl, ach, Axt nehme ich nicht mit und die Schaufel, komm, obwohl, das kann ich einfach beides mitnehmen, selbst wenn er wegfliegt, ist das auch so was von Latte, ey. So, Soul Tether Unbreaking, Soul Tether, Soul Tether, Soul Tether, Soul Tether, okay, da muss ich mir jetzt eben eine Rift Signature bauen, wo ich jedes Mal gucke, wie die geht, ich dämliches Schwein, ja, also okay, Eisen und Enderperlen, ich habe mehr als genug Eisen und Enderperlen, ich mache jetzt einfach mal direkt ganz viele, so, nee, so, sonst wäre das ganz schön teuer. So, da habe ich doch schon mal 7 Stück, das reicht auch erstmal. Wo horte ich die am besten so lange? Hier ist alles voll, da ist alles voll, hier ist alles voll. Mein Gott, das ist echt schlimm. Okay, die packe ich mal hier hin. So, packen wir alles hier rein, bis auf eine. Und jetzt muss ich mir noch schnell Warp Doors bauen. Warp Door. Enderperle und 2 Türen. Holz habe ich gerade hier hereingeworfen. Gegeben, wenn ihr wollt. So. Zack, zack, Türen. So. Enderperlen needed. So. So, 3 Türen mache ich erstmal. So. Euch schmeiße ich mal hier rein. Ach, guck mal, hier sind noch 2. Kann ich mir noch direkt eine machen. Genau. So, eine hier hin. Die beiden Türen. Und schon habe ich 4 Warp Doors. Die ich zwar jetzt noch nicht brauche. Ich brauche erstmal nur 2. Und natürlich meine Backpacks. Wo habe ich meine Backpacks reingelegt? Ich glaube hier, ne? Oder hier? Oder hier? Hier habe ich meine Backpacks reingetan. So. Das packe ich erstmal alles hier unten rein. 4 Backpacks. Und die packe ich auch noch ein. Das schmeiße ich mir schon mal unten hin. Da muss ich jetzt eh setzen. Und dann kann es auch schon wieder losgehen, sobald ich mir ein Boot gebaut habe.
Ich nehme 10 mit, oder ich baue mir jetzt zwei Boote. Ach, ist auch egal, kann ich auch hier unten machen. Bin ich froh, wenn der ganze Scheiß mal hier unten ist, ey. Das geht ja nicht, hör mal. So, die hacken wir mal weg. Dann setze ich hier schon mal eine. So. Dann kann ich den ja erstmal rauspacken. Den brauche ich ja erst am Rückweg wieder. Genauso die Tür. Und den Scheiß, den lasse ich noch irgendwo hier. Hier, genau. Das hier. Das brauche ich nämlich nicht. Doch, ein Boot wollte ich mir machen. Und dazu brauche ich die Werkbank, die ich auch noch da reingeschmissen habe. Mei. Ich bin aber auch verpeilto. So, da. Weißt du, 3 Kubikmeter Holz ergeben eine Schale und 5 Kubikmeter ein Boot. Was ist das denn für eine Relation? Also, komisch, komisch. Naja, das sortiere ich erstmal so ein bisschen. Okay, das habe ich, das habe ich, Essen habe ich. Goldene Äpfel habe ich jetzt nicht, aber das ist auch nicht weiter tragisch. So, jetzt bin ich wieder hier. Hey, habe ich. Ach, hier war auch noch ein Portal, wie scheiße. Und ich fahre hier runter und gehe hier irgendwo ins Portal. Letztes Mal. Okay, ja, wieso habe ich das hier nicht gesehen? Ach, weil da eine Ecke war und hier alles zu ist. Nein. Ich habe es übersehen. Könnt ihr mal sehen? Guck mal, wie blöd der ist. Das kann man jetzt echt nicht anders sagen, ey. Bin ich ein Noob, Alter. So, naja, gut. Soll ich mal ein bisschen Manslaughter auf dem Schiff hier betreiben? Ja, ich sollte. Und eine Axt war gar nicht so schlecht mitzunehmen, dann kann ich mich hier unten reinprügeln. Bumerang habe ich nicht mit, ist auch in Ordnung. Macht ja nichts. Ne? Ach, das ist ja alles Wolle hier außen. Fackeln hätte ich mal mitnehmen sollen, das wäre cool gewesen. Naja, kloppen wir erstmal hier die Wolle weg. So, und jetzt gehe ich mal kurz hier weg, bevor da wieder so ganz viele Penner rauskommen. Und versuche mal, ob ich mich hier nicht einfach hochbauen kann. Oh, guck mal, da ist einer. Der hat mich gesehen. Greifen die jetzt an? Werden die jetzt aggro? Das wäre cool. Komm, mach ab. Gib her. So, okay. So, jetzt steigen wir erstmal aus dem Boot hier aus. Machen das dann so. Ah, ich muss ja noch hier drunter hoch. Scheiße, ey. So, dann muss ich das wieder abschneiden. Ich weiß, ich mache das jetzt ganz schön aufwendig, weil ich könnte, hätte eigentlich einen, ich habe bestimmt einen Stab, womit ich da hochfliegen könnte. Aber so. Ey. So wird es ja wohl auch gehen. Zack. Guck mal, da kommen direkt noch welche. Oh, ich bin. Was habe ich denn hier? Ich habe voll die Hallos, ey. Alter, was ist denn hier los? Was haben die mir gegeben? Diese Bastarde. Ah, da ist der Laderaum, wo der Peter mal reingefallen ist. Also den Fehler mache ich nicht. Ja. Ich gehe jetzt erstmal ganz todesmutig hier runter. Ich kämpfe erstmal direkt gegen 3 Stück. Aber eine wirkliche Gefahr waren die jetzt nicht, die Noobs irgendwie, ne? So, zeigt mir mal, was ihr habt hier. Scheiße. Oh, noch ein Backpack. Bald habe ich aber auch genug Backpacks, würde ich mal sagen, ey. So, noch eine Iron Chestplate, ein Diamond Shield, ein Diamond Helmet. Das Schiff sah viel größer aus von außen irgendwie, ey. Und das Ding hier nehme ich auch noch mit. Den Eisenblock. Und hier ist jetzt das Ding. Ja, toll, ey. Was ist denn für ein läppisches Schiff? Und ich mache mir hier Sorgen, dass mir hier irgendwas passieren könnte, ey. Mann, Mann, Mann. So. Ich habe noch ein Trauma von dem einen Mal, wo die Rona gejumpt kam und ich war einfach insta-tot. So. Da habe ich noch ein echtes Trauma von. Und ich würde mal sagen, ich setze meine Herrschaft der Meere fort und fahre jetzt mal in diese Richtung. Dabei kann ich natürlich noch das Boot upgriefen. Vielleicht ist da irgendwas Nices drin. Und das ist hier ein Turm nach unten. Und das kann natürlich haarisch werden, wenn das alles voller Wasser läuft, nicht? Aber hier kann man auch fett abgreifen. Und deshalb werde ich jetzt hier reingehen. Ja, ich mache das jetzt einfach. Ich hätte das vom Boot aus machen sollen, wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Ach, hier ist der Dach, das ist der Turm von gerade, okay. Aber hier bin ich auch noch nicht runter gewesen, oder? Oder war ich hier bis unten? Ich glaube ja fast nicht irgendwie. Aber gucken wir mal, ob ich hier bis ganz unten war.
Da ist ein Loch, aber ich meine, ich war hier bis ganz unten. Scheiß drauf. Und selbst wenn, fahre ich lieber ein bisschen weiter mit meinem Bötchen, weil hier ist ja auch ein Loch in der Wand. Also eigentlich muss ich hier schon gewesen sein. Deshalb setze ich die mit der MS Sheep weiter, ne? Meine Reise. Setze ich die fort. Hau welchen auf Fresse und so. Und ja, so einfach mache ich das, ne? Also. Ich greife einfach weiter ab. Ich brauche noch ein paar fette Items irgendwie. Irgendwas Cooles. Und vor allen Dingen Hexical Essence brauche ich. Weil dafür soll ich wahrscheinlich lieber an Land rumlaufen und die Türme machen. Gucken wir mal kurz. Was ist denn bei uns in Nähe an Land, wo ich noch nicht war? Hier ist noch was. Hier ist ein Castle. Da war bestimmt schon irgendjemand. Nee, ich guck mal hier. Wenn jetzt hier Land kommt, dann werde ich einfach meine Reise um Land fortsetzen. Ist ja auch egal. Guck mal, da ist ein Schiff. Yay! Oh, und da ist ein fettes Schiff. Da ist auch auf jeden Fall ein Boss drauf. Aber erstmal hole ich mir hier das Kleine. Weil das ist wieder easy going, glaube ich. So, nicht rammen. Erstmal laden lassen da vorne. Ne? Also, da ist es. Bremsen! Pass auf, jetzt kommt das gleich. Hallo? Ja, danke. Komm runter. Habe ich auf jeden Fall schon mal noch ein Boot. Ja, so kommt man hier auf jeden Fall nicht hoch. Naja, schlagen wir uns das erstmal hier raus. Obwohl, jetzt kann ich mir da hier ein paar Holz rausschlagen, das geht schneller, glaube ich. Alter, aber nicht so. Obwohl, dann kommen die da raus. Naja, komm her. Bin wieder irgendwas gegeben, ne? LSD ins Meerwasser geschüttet. Oh, noch ein Backpack, glaube ich. So. Jetzt schwimme ich hier wieder rein. Und dann gibt's da drin derb aufs Maul, ey. Ganz einfach. Oh, guck mal. Die kommen ja alle die ganze Zeit. Geil. Ah, krieg ich schöne Essenzen von denen. Auch nicht schlecht. So. Jetzt müsste ich eigentlich. Oh, erstmal hoch. Da ich habe ja noch voll viel Wolle dabei. Irgendwie nehmen wir mal die. Naja, egal. Komm, flieg mich an. Du fliegst ja eh die ganze Zeit um mich rum. So, erstmal hier hochbauen. Davon habe ich auch genug. So. Und ich bitte an Bord kommen zu dürfen, ihr Noobs. Da. Guck mal, ihr habt nichts mitbekommen. Ich schlachte eure Kollegen ab und ihr seid Kameradenschweine, ey. So, dann kann ich mal eben kurz hier einsortieren. Hier mache ich jetzt erstmal die ganzen magischen Essenzen rein und alles, was ein bisschen wertvoll sich irgendwie anhört. So, das noch. Kommt ihr jetzt wieder an Bord? Schaffen sie es? Oder bleiben sie jetzt da unten, die Noobs? Guck mal, hier sind noch zwei. Er sitzt da vorne noch rum. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Crew, so die er hier hat, der Captain. So. Okay, todesmutig. Kawabanga! Keiner hier. Da sind sie doch. Einer. Lol, ey. Ist ja super beschützt hier alles. Mann, ich habe mich jetzt einer überrascht hier in der Ecke. Also, das ist mir jetzt hier so ein bisschen ungeheuerlich hier, also. So, erstmal das hier rein. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das ein bisschen sortiere. Direkt. So, du kommst mal hier hin. Den Chain Helmet lasse ich gleich hier. Was hier drin ist, das lasse ich auch hier, ey. Golden Bow, cool. Oakwood Planks behalte ich mal. Ganz erstaunlicherweise. Die Wassermelone lasse ich aber hier. Ja, also das ist jetzt, ich weiß, ein Widerspruch in sich. Aber ich mache das so. Das ist meine Herangehensweise und da redet mir keiner rein. Ja, keiner. Bin ich schon wieder voll? Da hat schon wieder irgendwas um mich rumfliegt? Was soll das? Stehe ich nicht. Okay. Hier hatte ich noch was drin. Nee. Habe ich jetzt ausgetauscht, die Rucksäcke unten? Bin ich blöd. War einer von denen hier? Naja, drauf geschissen. Oder hab ich den jetzt gerade da reingelegt? Ich bin gerade ein bisschen verpeilt, ey, irgendwie. So, hier ist der Eingang. Jetzt muss ich nochmal gucken. Weil irgendwie fehlt mir ja quasi ein Rucksack, ne? Wo was drin ist. Und wieso ist das jetzt nicht hier? Habe ich nicht abgelegt. Da auch nicht, da auch nicht. In welchem ist das denn drin hier? In dem roten oder was? Ja, danke, ey. Gunpowder packe ich da rein. Eisen auch. Eisenblöcke auch.
Die Trapdoor lasse ich da noch hier. Ach, guck mal, hier ist auch noch eine kleine Trapdoor. Yay. So, sind hier draußen jetzt noch welche? Ah, guck mal, da seid ihr ja. Kommt da nicht rein? Hä? Ganz schön hoch euer Schiff, so, ne? Opfer, ey. Sterben die einfach so weg. So, und jetzt mache ich euer Mutterschiff kaputt da hinten. Ich werde da. Oh, oh. Oh, oh. Ach, guck mal, lol, da ist ein Turm in einem Schiff. Das ist ja wohl awesome, oder? Ist das nicht geil? Ein Turm in einem Schiff. Also, das finde ich schon nice. Und wenn ich jetzt Glück habe, fliegt jetzt das ganze Schiff weg, weil das aus generierten Holzblöcken ist. Stopp! Oh ja, solange wie es dauert, könnte es sein, dass das jetzt alles wegfliegt. Das wäre übelst geil. Ah, oh, schade. Okay, dann kann ich das schneller damit machen, wahrscheinlich, ne? Ne, auch nicht. Aber so reicht ja als Eingang. So, komm, mach auf. Hat er mich schon. Oh, der schießt. Die schießen. Die schießen. Also ist gut, wenn du dich da selber einklemmst, ist perfekt. Fliegt er, ihr fliegt doch eh alle weg. So, ich brauche erstmal Fackeln in der Hand. Weil eine Fackel in der Hand, ne, ist besser als ein Feuerzeug im Sturm. Das wollte ich haben. So, stirb. Oh, wer schießt? Ey! Wer hat hier auf mich geschossen? Du Schwein, ne? Ja, kommt euch alle her, ihr kriegt schön Schaden dann. Verbrennen die eigentlich? Reicht das? Oh, hab ich zweimal getroffen? Nee, reicht nicht. Mit 2 HP überlebt er den Noob. Das kann doch nicht sein. Aber ich kann ja einfach reinrennen hier und alles töten. Komm, Berserker. Der einfach mal stirbt. Oh, der Boss. Ich glaube, der Boss ist hier. Oder was war das jetzt? Was war das? Was ist denn da explodiert? Oder hat hier irgendeine Granate geworfen oder so? Erstmal halt Feuer löschen hier, sonst. Kein Bock auf sowas. Kein Brand an Bord einer, mitten in einer Inkognito-Operation hier an Bord gebrauchen. Die soll mich ja nicht sehen. So, die können sich mal schön bei mir bedanken, dass ich dein ganzes Schiff nicht abgefackelt habe, ey. Penner. Guck mal, da ist der Turm. Krass. Oh, da kommt einer. Oh, bist du denn für einer? Ach, das ist der Boss. Ach, guck mal, er ist im Boden. Perfekt. Oder ist das der Boss gewesen? Er war nie im Leben der Boss. Oh, oh. Erstmal raus hier. Ich brauche Licht. Ah, hier oben sind super viele, glaube ich. Das ist natürlich übel. Wenn das. Ich glaube, das sind alles Fußschritte, die ich da über mir höre. Dann wird das echt hart. Okay. Ich hätte mich jetzt hier irgendwie einkreisen. So, erstmal Licht. Das hört sich nach sehr vielen an. Na, ich lock die erstmal hier runter. Na, schafft das? Vielleicht soll ich mal hier ein Loch einschlagen? Kommt, darf ich hier runterfallen? So, so kann ich mir natürlich eine 1A-Falle selber bauen. Da kommen wieder welche. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich gleich von hinten überrascht werde. Dann stehen dann 50 Mann so. Oh, jetzt habe ich mich erschreckt von dem. Von dem Knallen hier, von der Pistole, ey. Oh, ihr konntet ja mal alle gar nichts. Ja, die sind bestimmt hier noch eins höher, schätze ich mal. Nix, nix Geiles drin. Ah, da Cookies nehme ich mal mit. Das ist hier halt. Ey! Oh, jetzt kommen sie alle. Jetzt muss ich aufpassen. Boah, oh, noch mehr. Ich wusste, dass sowas passiert hier. Seht ihr? Das hatte ich heraufbeschworen und ich hab's auch gekriegt, ey, heftig. Aber hier stehe ich gut. Wir können ihnen nichts machen. Dank meinem geilen Knockback-Schwert. Guck mal, immer verhaspeln die sich. Wahrscheinlich nicht durch die Tür, weil die Schultern so breit sind. So, das nehme ich mal mit.
So ein paar Tröge, die kann ich hier brauchen. Dann brauche ich die nicht machen, ne? Wenn die ja quasi hier rumstehen, ne? Oh, hier hinten ist noch XP. Auf jeden Fall hat sich halt übelst gelohnt. So von der XP her so. So heftig. Also 36 Level mal eben. Und du hau mich nicht, Alter.